Schneefall und Weinlese, das passt eigentlich nicht zusammen. Am Wochenende findet am Frankfurter Lorberg die Weinlese der Stadt Frankfurt statt. Wir haben Winzer Rupp beim Warten auf besseres Wetter getroffen. Also wir haben in der letzten Woche haben wir begonnen mit der Weinlese und heute wollten wir praktisch den Rest machen. Wir wollen jetzt halt erstmal, wenn es halbwegs aufhört zu schneien, wollen wir erstmal Blätter abmachen. Wir haben ja jetzt hier die recht breiten Reihen und jeder Weinleser, jeder Leser kriegt also einen Eimer und man muss halt immer sehen, dass man schön die Trauben in den Eimer befördert. Man steht leicht gebückt da, also es ist keine ganz einfache Arbeit. Rupp hat uns erklärt, warum der Riesling und nicht nur der Apfelwein eine wichtige Rolle in Frankfurt spielt. Der Lorberg ist also der letzte Weinberg auf Frankfurter Stadtgebiet, der also erhalten geblieben ist. Früher waren um Frankfurt herum ganz viele Weinberge, auch nach Offenbach zu, also in Oberrat zum Beispiel waren viele Weinberge. Man sieht es heute noch an alten Straßennamen. Also und der Lorberg ist halt der letzte Weinberg, der wurde in dieser Form, wie er jetzt ist, 1920 angelegt. Also hier ist der klassische Riesling, der hier in Frankfurt wächst. Der Riesling hat eine etwas markantere Säure und ist etwas leichter im Geschmack. Also er hat nicht so viel Aroma, aber dafür halt ein sehr feines Aroma, wenn es sehr gut ausgeprägt ist, auch immer ein bisschen nach Pfirsich. Ui, das ist ja ganz eiserkalte Blätter. Ja, ganz eiskalt. Dafür habe ich gleich den Ventolator.